bin ich wieder. Heute möchte ich die zweite Woche im April abrechnen. Die ersten 9 Tage habe ich ja gemacht. Jetzt kommt der Zeitraum vom 10. bis zum 16. April. Heute ist der 18. Das werde ich dann nächste Woche abrechnen. Heute ist Woche 2 dran. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also, natürlich, der Planer ist bezahlt, GIS ist bezahlt, Ostern sowieso, Staubsauger, Spar-Abo ist alles runter, WoW runter ist, Prime ist runter, Google noch nicht, die beiden Apple-Rechnungen noch nicht, Hundefutter, Handy, Wiener Linien. So, und dann... sind, glaube ich, die ersten beiden von Grover. Das muss ich nochmal nachschauen. Also hier fehlt nicht mehr viel. So, wie gesagt, das habe ich noch nicht nachgerechnet. Das mache ich am Wochenende in Ruhe, wenn ich Zeit habe. Ich schaue jetzt erstmal, was ich in der zweiten Woche alles so ausgegeben habe. Die erste, die war ja schon wieder fürchterlich. So. Da muss ich jetzt mal schauen. Okay. So, Woche 2. Falscher Stift. Woche 2. Da sind wir. Jetzt muss ich erstmal schauen. 12., 13., ja. Tatsächlich, okay. Also, am 12. 4. war ich bei Hofer für 13,24 Euro. Spezialketchup. Die Grillsachen kommen jetzt langsam wieder ins Sortiment und meine Tochter steht so auf diesem Currygewürz-Ketchup. Wo war ich hier? DM. 13.04. Was habe ich geholt? Deo und Pflaster. Okay. 7.20 Uhr. So, am 13.04. waren wir bei Hinterschwamm. Weil... Bei Interschwar gibt es diese Küchenrolle, diese super, diese ganz dicke Rolle. Die mag ich am liebsten. Die fusselt nämlich nicht. Die gibt es aber hier bei uns nur bei Interschwar. Manchmal gibt es bei Hofer auch so ähnliche oder bei Lidl. Aber Interschwar ist, glaube ich, das einzige Geschäft, das das dauerhaft im Sortiment hat. Deswegen bin ich dahin und habe natürlich Krimskrams wieder mitgenommen. Ne? 19,13 Euro. So. Dann war ich am 14.04. bei Lidl für 37,59 Euro. So. Und okay, hier habe ich 2 Semmeln geholt. Oh, okay. Am 10.04. für 90 Cent 2 Semmeln. So, und dann die ah, durcheinander. Egal. So, auch bei Lidl für 9,75 €. So, dann schauen wir mal, wie viel das ist. 90 plus 13,24 € plus 7,20 € plus 19,13 € plus 37,59 € plus 9,75 €. 87,81 €. Na schau, da bin ich sogar unterm Budget geblieben. Und ich bin nicht jeden Tag einkaufen. Das ist ja auch schon mal.
selten, aber kommt vor. So. 87. Das heißt, ich habe also jetzt schon 300 Euro ausgegeben. Ich habe mir diesen Monat vorsichtshalber, glaube ich, aber für 5 Wochen Geld weggelegt, oder? Ja, Woche 4 und Woche 5 haben wir jetzt noch. Das ist gut. Okay, dann geht sich das auch aus. Ich glaube, das habe ich gemacht wegen dem Geburtstag. So. Das tragen wir jetzt noch schnell vorne ein. So. Dann muss ich wieder das. Hoppala. Also ich bin froh. Ich hoffe, mein Arbeitskollege mit dem Objektiv hat jetzt gerade Urlaub. Aber der kommt diese Woche noch wieder. Und dann ist endlich hoffentlich dieses doofe Geräusch beim Zoomen. Das ist vorbei. Es geht nämlich tierisch auf den Keks. So, am 10. habe ich 90 Cent ausgegeben. Am 11. 9,75 Euro. So. Nerven. 12. 13. 24. So. Am 13. Da brauche ich den Taschenrechner. Bevor ich wieder voll selbst mit dem Taschenrechner verrechne ich mich andauernd, dann versuche ich das jetzt gar nicht ohne. 7,20 Euro plus 19,13 Euro sind 26,33 Euro. Am 13. 26,33 Euro. So. Am 14. sind 37,59 Euro. So. Das war das. Da kann ich mir auf jeden Fall schon wieder 2 Säckchens eintragen. Gestern war ich allerdings einkaufen. Gestern hatte mein Mann frei. Und wir haben für diese Woche, das war letzte Woche, so, diese Woche, habe ich noch nichts eingetragen, bin ich mit der Essensplanung noch eher so nicht da, wo ich sein möchte. Ich habe gestern, also mein Mann und ich waren gestern im Asia-Shop, in unserem Lieblings-Asia-Shop. Was ich geholt habe, was wir diese Woche, denke ich, essen, ist auf jeden Fall einmal Hot Pot. Also diesen klassischen zweigeteilten Topf mit heißer Brühe. Ich habe einmal die mit Pilzen, die mag ich nicht ganz gerne. Das ist einfach nur von der Brühe. Und dann habe ich noch die mitgenommen zum Ausprobieren. Ich mag das ja super gerne. Ich bin aber hier in der Familie die Einzige. Müssen wir mal schauen, aber da freue ich mich schon drauf. Also wir machen auf jeden Fall einmal Hot Pot. Huhn haben wir noch da eingefroren. Gemüse haben wir nämlich auch noch einiges. Wir haben auch Nudeln da. Ich habe auch gestern Wonton gekauft, tiefgefrorene. Ich glaube, das sind das 30 Stück oder so. Auf jeden Fall so eine große Packung tiefgefrorene Wonton esse ich super gerne in Hotpot. So. Gestern waren mein Mann und ich essen. Nichts Wildes, nur Burgerista. Weil wir noch einen Gutschein hatten, haben wir geschenkt bekommen. Meine Kinder haben in der Schule gegessen. Da gab es dann abends nur ganz normal so belegte Brote. Heute hat mein Sohn Geburtstag. Der hat sich Huhn gewünscht. Einfach gegrilltes Huhn mit Fladenbrot und Salat. Außerdem gibt es ja gleich Kuchen. Ich glaube auch nicht, dass sie heute Abend noch so viel essen werden. Schauen wir dann. Und Mittwoch, Donnerstag hat mein Mann frei. Freitag, Samstag, Sonntag bin ich wieder mit den Kindern alleine. Ich denke,
Sonntag gehen wir schwimmen, so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Was ich machen möchte. Also ich möchte ja pro Woche gerne zwei neue Rezepte ausprobieren. Immer noch, weil ich habe das Gefühl, ich koche immer dasselbe. Hier, die fand ich ganz nett. Schweinemedaillons mit Bieren und Blauschimmelkäse. Meine Familie hat mir Mitwürste mitgebracht aus Deutschland. Das wird es auf jeden Fall geben. In irgendeiner Form. Vielleicht mache ich auch Möhren durcheinander mit Mitwürstchen. Könnten wir auch machen. Oder das hier. Oder beides. Mal schauen. Oder eins diese Woche, eins nächste Woche. Flammkuchen habe ich total Bock drauf. Und was ich hier dann noch im Asia-Shop geholt habe, das war Lemon Chicken. Ob das schmeckt, keine Ahnung. Ob die Zutaten okay sind. Ja, viel Zucker, ne? Und so. Hallo. Ja, hat sich lecker angehört, möchte ich mal ausprobieren. Ist vielleicht was Nettes, Schnelles. Denn das japanische Curry, das wir immer kaufen, war überhaupt nicht da. Und was auch nicht da war, was ich gekauft habe, Sekunde. Also bin unter anderem wegen der gelben Currypaste zum Asia-Shop gefahren. Die war nicht da. Die habe ich jetzt bei Amazon bestellt gestern. Die ist heute schon angekommen. Die hätten aber auch nur die kleinen oder die großen im Doppelpack. Aber so viel braucht man davon nicht. Also das hier reicht schon eine ganze Zeit lang. Aber wo ist mein japanisches Curry und warum ist die gelbe Currypaste nicht da? Da werde ich dann auf jeden Fall, denke ich, übernächste Woche so Kokoscurry. Mal schauen. Keine Ahnung. Aber dafür habe ich die geholt. So, also. Nichts geplant. Absolut planlos diese Woche bis jetzt. Da muss ich mich dann auch mal ganz in Ruhe jetzt wieder hinsetzen. Heute kann ich so ein bisschen durchatmen. Ich habe jetzt noch 2,5 Stunden, bevor die Kinder nach Hause kommen. Wie gesagt, das ist das erste Mal jetzt seit 3 Wochen, dass ich alleine bin. Und das hat mir echt gefehlt. Ich brauche das zwischendurch wirklich so richtig dringend, dass ich ganz alleine. Keiner spricht mich an, keiner möchte, dass ich irgendwas suche, dass ich Essen mache, dass ich Hausaufgaben nachgucke. Das mache ich natürlich, ist ja klar, das sind meine Kinder. Ich nehme denen das ja auch nicht übel, dass die da sind und das brauchen. Aber ich brauche halt zwischendurch auch mal Päuschen so fürs Hirn. Das werde ich jetzt alles in Ruhe nacharbeiten. Alles, was ich nicht geschafft habe in den letzten 3 Wochen. Ich weiß, dass es mit dem Geld stimmt, denn mein Konto ist nicht überzogen. Ich habe Geld im Portemonnaie. Ich schulde meinem Mann nichts. Der Staubsauger funktioniert. Kühlschrank ist einigermaßen voll. Eisfach ist voll. Ja. Also kann eigentlich nichts schief gehen, denke ich mal. Also hier ist jetzt nichts Tolles geplant. Die Woche, die war ganz gut. Hat auch mit dem Kochen gut geklappt, weil ich möchte ja wirklich zwischendurch, wenn es eng wird und wenn ich das Gefühl habe, mir läuft wieder alles so davon und ich komme nicht hinterher, dann das Erste, was immer flöten geht, ist irgendwie das Kochen. Und ich mag nicht mehr Pommes und Chicken McNuggets kaufen oder so. Das ist. Also im Moment läuft es ganz gut mit selber kochen und neue Rezepte ausprobieren ist auch. Tut ganz gut. Inzwischen. Also am Anfang habe ich gedacht, bloß nicht, aber jetzt läuft es ganz gut. So, und dann sage ich danke fürs Zuschauen und im nächsten Video hoffe ich, ist hier auch wieder alles ein bisschen geordneter und ich habe nicht so viel ausgegeben. Hoffe ich. Okay, danke fürs Zuschauen. Tschüss.